könnte ich dir ewig zuhören. Wir sind nicht im geringsten interessiert an Baron von Dalbergs Liebesleben, mein lieber Fischer. Meine Herren, Sie wollen Informationen? Dazu brauche ich Zeit. Sie müssen schon was tun für Ihr Geld, Fischer. Schließlich sind Sie Detektiv. Industriefinanzierungen. Wir wollen Wissen macht der Industriefinanzierungen. Geschafft. Dann lass sie einsteigen. Mit Draht. Okay, los. Avanti! In diesem Moment fahren 1000 Jahre Zuchthaus durch Paris. Thank you.
ist denn da los? Wahrscheinlich eine Ralle. Die ist doch gar nicht angemeldet. Verstehe ich auch nicht. Und sagt ja auch keiner was. Es ist immer das Gleiche. Wie war der Prozess? Er hat 5 Jahre bekommen. Und wie war es bei dir? War Paris erfolgreich? Ich habe Glück gehabt. Aber 5 Jahre für so ein paar Autos finde ich nicht gerecht. Natürlich ist das nicht gerecht. Aber die Kleinen hängt man, weil man die Großen nicht erwischt. So ist es nun mal. Die am Montag die 40 Porsche gestohlen haben, von denen hat man nicht die geringste Spur. Das war Maßarbeit von Spezialisten. Wie neulich bei dem Empfang vom Bürgermeister. Wenn man dich so reden hört, muss man dir unterstellen, du hast Sympathie für diese Diebe. In jedem Anwalt, der die Gesetze auf legale Weise unterlaufen muss, steckt immer ein bisschen kriminelle Energie. Aha. Schließlich leben wir von solchen Leuten. Wir sind Geschäftspartner sozusagen. Genau wie die Kirche nicht ohne Sünde auskommt. Die Porsche sind wie vom Erdboden verschluckt. Wir haben das ganz raffiniert gemacht. Was denn? Hast du denn das nicht gelesen? Nein. Gestern Abend im Fernsehen haben sie es auch gebracht. 40 Porsche in einer Nacht in Paris, Autohaus Benninger. Ein fantastischer Coup. Dazu gehört Fingerspitzengefühl. Geplant und organisiert bis ins letzte Detail. Wirklich spitze. Ganz Paris lacht darüber. Ihr Baron von Dahlberg ist ein Autodieb. Und zwar ein ganz dicker Fisch. Er hat 40 Porsche in Paris gestohlen. Hat ein ganzes Lager leer gemacht. In Minuten. Davon habe ich gelesen. Das ist ja ein Ding. Hier. Ich habe alles fotografiert. Wenn Sie mal sehen wollen. Seine Zentrale ist hier in Salzburg. In einem verlassenen Bauernhaus. Da stehen die schönsten Autos von der ganzen Welt. Mercedes, Ferrari, Porsche. Mein lieber Fischer, das sind gute Ergebnisse. Ich finde, diese Leistung sollten wir gesondert honorieren. Der Meinung bin ich auch. Ich verstehe. Dann gehen wir also nicht zur Polizei. Nein, ich glaube, wir sollen damit warten. Ein wenig. Wie Sie wollen. Meine Herren? Den Scheck schicken wir Ihnen wie immer zu. Danke. Wiedersehen. 40 Porsche, das sind ungefähr 2 Millionen, ohne nennenswerte Unkosten, ohne Steuern. Sozialabgaben fallen auch nicht an. Die Idee ist wirklich aristokratisch. Mensch. Das ist euer Anteil? Der Rest, der noch in der Scheune steht, den bringen wir morgen zu Thibaut. Und dann ist Schluss. Schluss. Wie? Schluss. Wir hören auf. Wieso? Man muss wissen, wann man aufzuhören hat. Und mein Gefühl sagt mir, es ist soweit. Gefühl. Du bist verliebt. Das ist es. Und uns lässt du im Stich. Immer diese Frauen. Sempre, sempre. Meine Druckerei, die schreibe ich in den Mond. Hast du immer noch nicht genug? Nein. Immer diese Frauen, sempre, sempre. Ich muss investieren. Neue Maschinen. Das Bleizeitalter ist vorbei. Ich muss auf Elektronik umstellen. 500.000 Minimum. Und jetzt sitze ich auf Grundeis. Und ich muss arbeiten, Robert. In meiner eigenen Werkstatt. Da bekomme ich doch schmutzige Hände.
Und ich bin nicht mal in der Lage, den Kunden die Hand zu geben. Mit diese Hände, Robert. Und mein Restaurant? Noch einmal bitte, Chef. Wie in Paris. Wir haben so viel Spaß gehabt. Du bist verliebt und uns lässt du sitzen. Das ist unsozial. Noch einmal bitte, Chef. Ein letztes Mal noch, Roberto. Die Festspiele dauern noch 2 Wochen. Dann haben wir genug. Hier steht doch ein Vermögen auf der Straße. Mercedes, Maserati, Lamborghini, Ferrari, Jensen, Bentley, okay. Rolls-Royce. Einmal noch. Doch diesmal lassen wir uns die Autos bringen. Professor Dr. Karl Kubik, Inhaber der Adlerwerke, Forschungen auf dem Gebiet der Nuklearmedizin, geboren am 27. Juni 1921 in Königsberg, jetzt wohnhaft Prinzenweg 3, Mercedes. Mercedes? Haben wir doch schon so viele, Chef. Das macht nichts, schreib ihn auf. Der Greta schreibt hier, dass sich der Jorge Wendlinger ein Lamborghini gekauft hat. Setz den auch auf die Liste. Robert, das geht nicht. Die Halbwelt kommt mir hier nicht ins Haus. Da bin ich dagegen. Ein Nachtclubbesitzer unter diesen Leuten. Ja, Mann, Geld zählt, nicht der Beruf. Also lad ihn ein, den Jorge. Na gut, aber gesellschaftsfähig ist der nicht. Auf die Einladung kommt Folgendes. Baron Robert von Dahlberg. Das bist du durch mich. Aha. Gibt sich die Ehre, Sie ins Rosenau-Palais einzuladen. Am Samstag, den 25. August und so weiter, um 20 Uhr. Diese Einladung gilt für Sie persönlich und ist nicht auf andere übertragbar. Informier die Presse, dass zu diesem Empfang unter anderem der Finanzminister, der Minister für Kultur und Erziehung, Herbert von Karajan mit Frau Billette und der Bundesminister des Inneren ihr Erscheinen zugesagt haben. Und dann erwähnst du noch ein paar Filmstars, vielleicht Kurt Jürgens oder so. Ja, und wenn die Minister und die Schauspieler dementieren? Ja? Ja, Konsul, ich komme gleich rüber. Danke. Die Schauspieler kommen sowieso, wo was los ist und wo sie die Presse vermuten. Und Herbert von Karajan hat hoffentlich keine Lust zu dementieren. Und bis die Minister Zeit haben, sich aufzuregen, ist das Fest vorbei. Also, druck das. Wir möchten Ihnen ein Geschäft vorschlagen. Oh, Sie brauchen wieder meinen Wagen? Nein. Wir stehen in Verbindung mit dem Autohaus Benninger in Paris. Das kennen Sie doch. Ja, ich hatte die Absicht, mir dort einen Porsche zu kaufen, aber ich habe es mir anders überlegt. Wir haben hier einige Fotos. Vielleicht interessant für Sie. Sie sehen sich da in Paris wirklich gut getroffen. Sie können uns vertrauen. Diese Fotos hat außer uns niemand gesehen. Und bei einer 50-prozentigen Beteiligung an all Ihren Geschäften wird sie auch weiterhin niemand sehen. Diese Abzüge sind übrigens für Sie. Danke. Also, Sie haben da Bemerkenswertes geleistet. Finden Sie? Wirklich bemerkenswert. Also? 50%? Meine Herren, ich kann mir nicht erlauben, Ihr Angebot abzulehnen. Das freut uns. Das glaube ich. Sie können uns vertrauen. Diese Fotos hat außer uns niemand gesehen. Und? Jorge Wendlinger. Auf eins ist in dieser Welt Verlass. Auf uns, Chef? Sicher. Und auch auf die menschliche Eitelkeit. Endlich ist man mal unter sich. Nicht so ein Allerweltsfest, wo jeder hinkommen kann. Heutzutage. Bitte für die Wasserspiele. Bitte zu den Wasserspielen.
die Einladung. Ich habe sie dir hingelegt. Das fragst du jetzt das 10. Mal. Hier. Nanu Fischer, Sie haben auch eine Einladung. Nein. Aber ich möchte Ihnen gern ein Geschäft vorschlagen. Wir sind zwar in Eile, aber bitte. Es geht um Ihre 50-prozentige Beteiligung an Baron von Dahlbergs Gebrauchtwagenhandel. Ich bin bereit, mit einzusteigen. Hören Sie, lieber Fischer. Sagen wir 30%. Sie sind für Ihre Arbeit fürstlich entlohnt worden. 30% ist fair. 5. Das dürfte ausreichen. Hier, mein lieber Fischer. 5.000. Im Erfolgsfall nochmal 5. Wie Sie wollen. Einen schönen Abend noch, lieber Fischer. Danke gleichfalls. Ich will mal nachfragen, wann der Finanzminister kommt. Ein gelungenes Fest. Finden Sie nicht auch? Entschuldigen Sie, Baron von Dahlberg. Darf ich mal stören? Ja, natürlich. Ich wollte nur fragen, wann der Finanzminister eintrifft. In einer halben Stunde, schätze ich. Danke vielmals. Bitte. Ein gelungenes Fest. Übrigens. Freut mich. Hübsch, diese jungen Ballettmädchen. Aber nicht annähernd so reizvoll wie Sie. Nur noch eine Sache von Tagen sein darf. Übrigens, man hat mir für mein Schweigen Geld angeboten. Da haben Sie aber einen guten Fang gemacht. Wieso? Die Versicherungen haben 100.000 ausgesetzt. Als Belohnung. Aha. Wie sind Sie eigentlich auf den Baron gekommen? Reiner Zufall, Herr Kommissar. Wie so oft im Leben. Die Route wird geändert, nicht nach Mailand, nach Genua. Ich sage den Bescheid. Ach, Frau Professor, wie nett Sie zu sehen, meine Liebe, wie geht es Ihnen denn? Sich gar nicht verändert. Wir sehen uns noch. Das dauert auf Geschäftsreise nie zu Hause. Habt ihr gesehen, wie alt die geworden ist? Haben Ihre Brieftasche im Auto vergessen. Brauchst du nur abschreiben, Hermann. Dieser Ring bleibt zu. Jedes Fahrzeug, das hier durchkommt, wird kontrolliert. Und wenn es ein Kinderwagen ist. Uhrenvergleich. Es ist jetzt 11.27 Uhr. In genau einer Stunde ist das Rosenau-Palais umstellt. Haben Sie verstanden, meine Herren? Jawohl, Herr Kommissar. Also, da
Dann wollen wir mal zu dem Fest dieser beispielhaften Elite-Menschen. Wir machen mal ein bisschen prominent. Ist das gut so? Gut so. Danke, Mann. Carlo, setz deine Verwandtschaft in Bewegung. Okay, Chef. Und wenn einer von den Gästen vorher nach Hause will und sieht den leeren Parkplatz? Von denen geht bestimmt keiner, bevor nicht die Minister da sind und der Karajan. Ragazzi, avanti. Ideen muss man haben. Nicht nur das. Man muss auch die richtigen Leute kennen. Da sind Sie ja. Ich habe Sie überall gesucht. Entschuldigen Sie, wenn ich Sie schon wieder störe. Wir geben nächste Woche einen kleinen Empfang und würden uns sehr freuen, Sie bei uns begrüßen zu dürfen. Ich werde sicher kommen. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Ah, oh, wie ich sehe, ist der Herr Finanzminister noch nicht gekommen. Er hat gerade anrufen lassen. Er wird so in 40 Minuten hier sein. Oh. Soll ich Sie mit ihm bekannt machen? Oh, danke, das ist nicht nötig. Ich habe seine Bekanntschaft schon auf dem Flugplatz gemacht. Ah, ich besitze ja selber ein kleines Privatflugzeug, wissen Sie? Wenn Sie meine Hilfe, Herr Baron, geschäftlich oder so, es wäre mir ein Vergnügen, wirklich. Ich setze es ja sowieso von der Steuer ab. Sonst gibt man es ja nur dem Staat. Deshalb fahre ich auch einen Rolls-Royce. Mein Motto ist, nichts dem Finanzamt schenken. Richtig. Wir müssen doch zurzeit mit ansehen, wie die Regierung unser Geld für arbeitsscheue Elemente zum Fenster rauswirft. Das werde ich heute Abend dem Minister auch persönlich sagen. Ein gelungenes Fest übrigens. Ja, das hoffe ich. Sie sind schon raus aus der Stadt. Dann packt alles zusammen. Ich komme gleich nach. Okay. So, Baron. Ziehen wir uns zum Geschäft zurück. Okay. Oh, oh, was soll das? Das tut doch weh!
Also, kommen wir zum Geschäft. Es waren genau 61 Autos. Wir bestehen darauf, bei der Abrechnung in Mailand dabei zu sein. Selbst wenn Sie noch heute Nacht fahren sollen. Jetzt, glaube ich, ist der Finanzminister eingetroffen. Zusätzlich treibt die Sorge um steigende Energiekosten die Preisgegenstimmung die Inflationsfurcht an. Diese Angst. Champagner bitte. Wir haben es ausgerechnet, dass. Meine Herrschaften, Sie sind verhaftet. Entschuldigen Sie bitte, Herr Baron, dass Sie mit einem einfachen Polizeifahrzeug vorlieb nehmen müssen. Aber unser Ferrari ist uns leider gestohlen worden. Claudia, wir haben 1 Million. Wenn Sie wollen, in 3 Tagen holen wir noch eine. Wir stellen eine Kaution. Bitte. Es ist zwecklos. Freund Claudia, was sollen wir machen? Sagen Sie es uns. Wir machen alles. Da ist nichts zu machen. Stellen Sie sich vor, er wird verurteilt. 10 Jahre. Dann ist er doch kaputt. Alles aus. Finito, oder? Ich war auch im Gefängnis. 2 Jahre. Und ich 3. Aber Roberto ist ein Signore. Das ist doch mein Reden. Es gibt da eine Möglichkeit. Aber die Chancen stehen 1000 zu 1. Das ist egal. Sprechen Sie. Innerhalb von 24 Stunden muss jeder Festgenommene dem Haftrichter vorgeführt werden. So ist das Gesetz. Wer von den Herren ist denn der Drucker? Ich? Können Sie das nachdrucken? Auch den Stempel. Leicht. Einzeltransportschein, Haftvorführungsbefehl, Haftprüfungstermin. Tragen Sie in diese Formulare alle Daten von Robert ein. Oh, ich meine den Baron. Ja, und dann? Würden die Herren Polizeiräte bitte einsteigen? Überprüfung zur Überstellung, zur Überhaftung, Einzeltransportschein. Hermann, du machst mich ganz nervös. Ich mach das nicht jeden Tag. Ich bin hier der Drucker, verstehst du? Überhaft. Kruzifix, Kruzifix. Überstellungsschein, Richter, Verfügung, Einzeltransportschein. Ist hoch auf 220, die wissen das. Mhm, danke. Kruzifix, Kruzifix. Grüß Gott. Grüß Gott.
Ich habe da einen Vorführungsbefehl zur Haftprüfung. Einzeltransport scheiden. Ah, der Baron von Dahlberg. Da wird der Gruber aber froh sein. Der hat ihn viel Schweiß gekostet. Adi, los, hol den Baron. Willst du auch die anderen beiden, den Doktor und den Konsul? Dazu habe ich keine Anweisung. Also nur den Baron. Setz dich doch. Danke. Na, ich stehe lieber. Man sitzt so oft. Hast du gestern das Spiel gesehen? Deutschland gegen Italien? Nein. Dienst. Ah, du warst auch im Palais. Genau. Also, du, ich sag dir was. Diese Deutschen, wenn die so weiterspielen, verlieren die jedes Spiel. Sogar gegen die Antarktis. Es gibt wirklich nur zwei Menschen auf der ganzen Welt, die vom Fußball überhaupt keine Ahnung haben. Das sind der Bundestrainer und meine Schwiegermutter. Unterschreib mal schnell das Papier hier. Danke. So, geh mal, Herr Baron. Servus, Banant. Servus. Was ist denn hier los? Haftprüfungstermin. Wieso? Bei wem? Amtsrichter Kubesch. Das interessiert mich nicht. Los zurück. Nein, das ist mir aufgetragen worden, das führe ich auch aus. Ich tue nur meinen Dienst, sonst nichts. Ihr Dienst ist mir scheißegal. Los zurück! Haftprüfungstermin, Haftrichter, Einzeltransportschein. Aber hier bin ich wenigstens sicher. Also, wir fahren heute nach Florenz. Ich habe ein Zimmer im Michelangelo bestellt. Und zum Abendessen gehen wir zu Sabatini. Claudia, ich fahre allein.
Wie du willst. Du bist ein freier Mann. Niemand zwingt dich, mit deiner Vergangenheit abzuschließen. Ich auch nicht. Es ist ja so einfach, weiterhin den Herrn Baron zu spielen. Es geht mir nicht darum, Claudia. Du sollst nicht dein Leben lang mit einem Storch wie mir auf der Flucht sein. Warum darf ich nicht tun, was ich für richtig halte? Nein. Ich möchte nicht, dass du da hineingezogen wirst. Wenn sie mich schnappen, kriege ich 10 Jahre. Der Baron von Dahlberg. Dich müssen sie erst finden. Robert, mit dir könnte ich sehr glücklich sein. Ich fühle es, aber ich weiß es nicht. Ich möchte nicht nur davon träumen. Ich möchte es erleben. Du hast mich mal gebeten, mit dir nach Taormina zu gehen. Weißt du das noch? Oder hast du diese Worte auch gestohlen? Robert, ich will mir mein Glück nicht wegnehmen lassen. Nicht auf diese Weise. Ich möchte eine Chance, wenigstens. Oh, wir müssen morgen nach Rom fahren. Castellani möchte deine neuen Entwürfe sehen. Aha. Sind Sie Robert Mehring? Ja. Guten Tag. Ich habe hier einen Haftbefehl für Sie. Bitte machen Sie keine Schwierigkeiten. Kommen Sie mit. Den Polizeipräsidenten von Sizilien ist wohl auch kein Verlass mehr. Robert hat doch gesagt, er sei dein Onkel. Also wenn er ihn einsperren lässt, dann ist er mein Onkel gewesen. Sie wissen, warum Sie hier sind. Also, ich habe hier 45 Autos in Salzburg. Und 35 Porsche in Paris. In einer Nacht. 40, Herr Polizeipräsident. 40? 40. Und dann sind da noch die 60 von dieser Party. Die wirklich sehr gut organisiert war. Richtig? Exakt. Haben Sie irgendwelche Autos gestohlen hier in Sizilien? Nein, Herr Präsident. Schön. Das freut mich. Ich brauche nämlich einen Mercedes. Darf ich Sie zum Essen einladen? Den Wagen hätte ich gerne in einer Metallic-Lackierung. Spezial getunte Maschine, Clarion-Stereoanlage, Telefon, heizbare Heckscheibe. Und vergessen Sie nicht, Aircondition, das Klima hier ist sehr heiß. Saluto. Polizeipräsident, bitte. Bonjour. Da drüben sitzt mein Neffe Mario. Hallo. Hallo. Sie sind ganz frisch. Für mich auch, bitte. Sehr gerne.